Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal kommen wir jetzt zum dritten Teil der Videos, die sich auf die letzte Kölner Comic-Messe beziehen. Beim letzten Video habt ihr ja schon gesehen, was ich da so alles gekauft habe. Und damit geht es jetzt weiter. Jetzt kommen nochmal richtige Preiskracher zum Teil auch einfach solide Preise. Das müsst ihr auch für euch entscheiden. Den Anfang macht hier etwas, was ich normalerweise nicht auf einer Messe mache, und zwar aktuell Sachen kaufen. Ich bin nicht auf der Messe, um aktuelle Sachen zu kaufen. Ich suche ja ältere Sachen, die schwieriger zu bekommen sind oder nur zu einem höheren Preis zu bekommen sind normalerweise, und ich versuche, die günstiger zu bekommen und so weiter. Also aktuelle Sachen kaufe ich da eigentlich nicht. Es gibt allerdings Ausnahmen, und so eine Ausnahme haben wir hier. Wir haben hier den sechsten Superman-Band von der Rebirth-Sonderbandreihe. Ist ja jetzt hier im September rausgekommen, also ist der aktuelle Band. Der nächste kommt jetzt am 13. November raus. Ja, wie gesagt, normalerweise mache ich das nicht auf Messen, den kaufen. Allerdings hatte der jetzt halben Coverpreis und für 8 Euro. Und dann zustandsmäßig ungelesen, als wenn du ihn so aus dem Laden ziehst. Das seht ihr ja hier. Da muss ich dann doch sagen, doch zuschlagen, ne? Bei sowas für 8 Euro hatte mich der Jörg Pera darauf aufmerksam gemacht. Der hat sich, glaube ich, auch eingeholt, meine ich. Ja, und dann schlägt man auch bei sowas zu. Apropos Sonderbände, es gab ja vor dieser Sonderbandreihe schon eine Sonderbandreihe bei Panini, aber es gab auch bei Dino mal Sonderbände. Wenn auch nicht so viele, nämlich 4 Stück. Und ich habe davon noch nicht alle. Ich habe mir jetzt hier den dritten Sonderband von Dino Comics geholt. Die Welt von Superman gibt einen guten Überblick über die 90er Jahre und was bis dahin passierte. Man kriegt auch mit, ja, überhaupt was bei Superman lief über die ganzen Jahrzehnte. Auch was in Deutschland an Veröffentlichung gelaufen ist mit ihm, was filmisch mit ihm gelaufen ist und so weiter. Aber es ist schon noch ein Comic, also das sind nur Nebenberichte. In einigen Comic-Stories erfahren wir eben mehr hier über die damaligen Protagonisten rund um Superman und seinem Umfeld. Ne? Unter anderem hier dann auch dabei die Nachfolger, vermeintlichen Nachfolger von ihm, als er tot war und so weiter. Ja, interessanter Band. 16,90 € damals gekostet, habe ich jetzt für 5 Euro bekommen. Da ist eben die Frage, ist jetzt ein Preis, den fand ich okay, kriegt man sicherlich auch mal günstiger irgendwo. Also ist jetzt kein Superschnäppchen, aber fand ich okay. Dann ebenfalls für 5 Euro habe ich dann eben auch noch den vierten Superman-Sonderband von Dino bekommen. Also kurz bevor sie dann auch die Sache abgegeben haben an Panini. Countdown für Metropolis, ja, weiß ich jetzt storymäßig gar nichts. Achso, spielt hier, steht es ja auch, Metropolis, 31. Dezember 99, ja, es ist um die Jahrtausendwende. Und sieht mir so ein bisschen danach aus, genau, als wenn Brainiac wieder, sieht man auch vorne eigentlich schon, Brainiac da wieder agiert, wobei er da mir optisch jetzt nicht so gut gefällt. Hätte mal 19,90 € gekostet und 172 Seiten, also ein ganz guter Trade. Genau, hier steht es ja auch, Brainiac zurück, und habe ich eben auch 5 Euro für bezahlt. Damit habe ich jetzt auch alle 4 Sonderbände, die es dann noch zu den ganzen anderen Dino-Superman-Veröffentlichungen gab. Jetzt kommen wir zu moderneren Sachen. Preislich ist das nächste jetzt auch, ja doch, das ist eigentlich ganz gut. Das ist schon ganz gut eigentlich.
Da habe ich hier vom Marvel Exklusiv Band 33, X-Men Kinder des Atoms. Hat mal 24 Mark 95 gekostet und 12,72 Euro wären das gewesen. Ist also so in dieser Zeit auch um die, müsste so um die 2001 sein, wo sie diese, ja, da haben sie alles doppelt ausgeschildert mit D-Mark und Euro schon. Weiß ich nicht ganz genau, wann der rauskam. Ich habe jetzt 7 Euro hierfür bezahlt. Ist eben hier mit der Originalbesetzung von den X-Men, Cyclops, Iceman, Marvel Girl, Angel und Beast in diesen klassischen Outfits. Von wem ist das eigentlich? Joe Casey geschrieben. Ja, bin ich mal gespannt. Ne? Ist so ein Puzzleteil für die X-Men. Hatte ich aber nicht so auf dem Schirm, aber für 7 Euro habe ich es dann mitgenommen. Ist also praktisch, kann man sagen, ungefähr halber Coverpreis. Etwas über halben Coverpreis. So, das waren jetzt, gut, dieses erste aktuelle war schon gut mit 8 Euro. Die anderen Preise waren okay. Ab jetzt gibt es eigentlich ja fast nur noch Knallerpreise eigentlich. Ne? Und auch interessantes Material, wie ich finde. Dann habe ich hier zum Anfang aus dieser Marvel Max-Reihe, Band 3, ist aber der erste Teil, also da, bei dieser Marvel Max-Reihe waren ja auch verschiedene Sachen drin, das ist Band 3 der Marvel Max-Reihe, ist aber der erste Buch 1 dieser Serie, Supreme Power. Ja, habe ich schon viel von gehört, bezieht sich eben auf die Squadron Supreme von Marvel. Die ja, haben ja in so einer Art Paralleluniversum die Squadron Supreme eingeführt. Das ist eigentlich von Marvel eine total abgekupferte Justice League. Also die haben alles hier so Protagonisten, die an die Justice League-Mitglieder erinnern. Ist von Straczynski geschrieben in dem Fall und Gary Frank gezeichnet, da bin ich natürlich total begeistert, den mag ich ja gerne. Ist eben in diesem Marvel Max Format mit diesem, ja, wie die sind ja immer so aufgebaut gewesen. Ne? Wie gesagt, zeichnerisch gut und interessant, da reinzugucken. Den habe ich bekommen und dann habe ich noch Band 5 der Marvel Max Reihe, das ist aber der zweite Band jetzt zu dieser Reihe, also direkt der Nachfolger, Supreme Power, da geht's weiter dann. Da sind dann die Hefte 7 bis oder 6, ne, im ersten, ich guck mal gerade. Supreme Power 7 bis 12 und hier waren ja drin 1 bis 6, sodass ich die ersten beiden Bände da habe. Es gibt noch einen dritten Band innerhalb der Marvel Max Reihe und dann gibt es noch ein paar weiterführende Bände, die dann die einzelnen Charaktere so schwerpunktmäßig haben. Muss ich mal gucken. Aber jetzt kann ich erstmal hier einen großen Teil von lesen. Dritter Band ist sicherlich dann auch was ich mir kaufen möchte. Allerdings wahrscheinlich schwierig zu diesen Preisen zu bekommen. Ich habe nämlich für die beiden jeweils 3 Euro bezahlt und der Zustand ist absolut top. Haben mal 15,50 Euro gekostet, beide. Auch für 3 Euro habe ich den nächsten Trade bekommen aus der DC Premium Reihe bei Panini. DC Premium 37. Man nannte sie Justice League. Ja, das ist ja so eine Art Wiederaufguss der Justice League International, die ich ja mit 2 Bänden bei Eagle Moss habe, sodass ich hier diese, gab es ja dann eben hier nochmal eine Wiederauflage die ist noch gar nicht so alt, glaube ich. Dann kam die raus in den 2004 in den USA und hier in Deutschland 2005. Klar, sind jetzt auch schon 14, 15 Jahre, aber die ursprüngliche Justice League International war ja mit Beginn der 80er und in die 90er rein, bevor sie von Grant Morrisons JLA dann irgendwann abgelöst wurde. Ist mit dem alten Team
Also Given, der auch als Autor, ja, beziehungsweise Given ist hier Autor und die Matthäus und Kevin Maguire ist hier Zeichner. Ja, bin ich sehr gespannt. Passt eben zu dieser Justice League International Sache, die ich da habe, ne? Die Serie, die eben Blue Beetle und Booster Gold so ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat und auch Maxwell Lord, der ja später auch nochmal wichtig wird in Sachen Identity Crisis, Infinity Crisis, so diese Zeit rum. Ne? War auch ein 3-Euro-Band. Also die habe ich ja eben alle bei einem Händler. Insgesamt 9 Euro, 3 Trades. So. Zu den nächsten Bänden sage ich dann preislich gleich etwas. Ich habe eben erwähnt, es gab eine Superman-Sonderbandreihe vor der jetzigen. Die lief von 2004 bis 2016, 60 Ausgaben. Ich habe da einige von, aber mir fehlen da auch einige. Und da habe ich hier zugeschlagen und mir Band 3 geholt. Dieser Reihe aus dem Jahre April 2005. Beziehungsweise ist dann eigentlich März 2005 wahrscheinlich erschienen. Also aus dem Jahre 2005. Ja, hat ja auch 2004 erst angefangen. Hier Trade Nummer 3. Dann habe ich da gefunden Trade Nummer 4 dieser Superman-Sonderbandreihe, Juni 2005. Und dann geht das hier nochmal weiter. Dann habe ich hier noch Superman Nummer 13 aus dieser Reihe gefunden. Das hat eben Infinity Crisis Tie-In. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, fast alle Tie-In-Ausgaben. Bis auf ein Band fehlt mir da eigentlich noch aus dieser Phase. Wir sind jetzt hier schon im September 2006. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Dann als nächstes was von Marvel. Und zwar bin ich da ja mal spät mit Heften eingestiegen und dann war es vorbei und habe mir rückwirkend da jede Menge Trades ja mal gekauft gehabt, also mit der Zeit. Und deswegen habe ich die Serie zum größten Teil in Trade-Format und dann eben noch ein paar Hefte, die das dann abschließt. Und ja, deswegen habe ich hier auch mit den Trades weitergemacht und mir noch der ultimative Spider-Man Trade Nummer 13 gekauft. Wie gesagt, kein Heft Nummer 13, sondern Trade Nummer 13. Hobgoblin, die Hobgoblin-Version des ultimativen Universums hier. Dann den Anschlussband Nummer 14, wo eben hier auch Moon Knight wohl drin vorkommt, wo natürlich hier Black Cat und Elektra wohl eine Rolle spielen, bin ich mal gespannt. Immer noch Mark Bagley zu dem Zeitpunkt dran. Da, wo er nicht mehr dran war, war dann hier dieser Band, den ich dann noch habe, Band 20, Tod eines Kobolds, Brian Michael Bendis und Stuart Immonen ist dann der Zeichner. Bendis hat das ja komplett durchgeschrieben. Wie gesagt, zu den Preisen komme ich noch. Diese ganzen Superman-Sonderbände und das, was jetzt alles kommt, ist alles von einem Händler und das sage ich euch dann gleich, was das gekostet hat. Ja, als nächstes habe ich mir dann hier Infinity Crisis Monster Edition Nummer 3 noch geholt. Diese Monster Editions, für die, die es nicht wissen, waren ja so das Vorgängerformat der heutigen Megabände, wo eben dann immer 12 bis 14, 15 Hefte drin sind. Ja, und von diesen Infinity Crisis habe ich eben nur das Hauptevent, ein paar Superman-Tie-ins auch vorher schon. Und diese ganzen Monsterbände und so habe ich nicht. Ja, und da gucke ich jetzt auch immer mal, ob ich die günstig finde. Das ist eben Band 3. Es gab drei speziell zur Infinity Crisis. Es gibt dann noch etwas nach der Infinity Crisis, dann später zur Final Crisis noch so Monsterbände. Aber das sind so erstmal drei Bände. Dann auch als Monster Edition, da gibt es zwei Bände von und ich habe hier Band 2. Mir fehlt jetzt natürlich Band 1, den brauche ich dann natürlich noch. Outsiders. Ja, ist eben die Outsiders-Reihe drin, die damalige, die lief. Das sind sozusagen die alten Teen Titans, die jetzt so ein bisschen älter sind. Und dann gibt es ja neuere Teen Titans.
Ja, das ist hier enthält Outsiders das 12 bis 23. Daran seht ihr auch, wie viel da drin ist. Spielt auch alles um die in Identity Crisis oder Infinity Crisis rum, so in diesem Rahmen und führt, glaube ich, auch hier zu einem Crossover. Die Insiders oder so mit den Teen Titans, wo ich dann aber auch noch die Teen Titans Ausgaben zu brauche. So, das dazu und ich halte jetzt den Stapel noch mal rein. Also wie gesagt, diese ganzen drei Sonderbände von Superman, diese drei Trades von Ultimativen Spider-Man und diese zwei Monster Editions habe ich bei einem Händler geholt, der für ein Drittel Coverpreis angeboten hat. Ich habe also für diesen Packen in diesem Fall jetzt 47 Euro bezahlt. Neu hätten allein die beiden Monsterbände 1 Euro mehr gekostet, als ich gesamt bezahlt habe. Und jetzt sagt ihr, die sind auch alt, das ist ja auch richtig, aber auch bei eBay ist es schwierig, die unter 20 Euro, also da werden die auch oft im Bereich 20 Euro immer noch gehandelt. Ja, das ist wirklich so eine, ziemlich zum Schluss habe ich diese Sache gemacht. Auch wieder danke an Jörg Pera, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich sagte, ich suche noch so Monster Editions. Ja, ich habe da noch einen Händler gesehen, der. Ich bin nämlich immer an dem vorbeigegangen irgendwie. Ja, 47 Euro. So, jetzt kommen wir mal zum Finale. Da muss ich mal erstmal was auspacken. So, ziemlich zum Schluss, den möchte ich auch hier mal grüßen, weil ich ihm den Link von dem Video schicken möchte. War ich bei einem Händler, bei dem war ich letztes Jahr auch mit dem Eisernen und der Eiserne war ja auch diesmal wieder dabei. Das ist ein Händler, der in Köln wohnt, aber ursprünglich aus meiner Gegend kommt. Und deswegen, da haben wir bei der letzten Messe im Mai schon drüber gesprochen, ist natürlich was Besonderes. Er hatte mich direkt erkannt, diesmal wieder und sagte, du bist doch der aus. Ich will ja jetzt nicht sagen, wo ich herkomme, aber ne, ich komme wirklich aus, also der hat auch da gewohnt, wo ich gewohnt habe. Und deswegen ist das natürlich was Besonderes für mich und ich kaufe ganz gerne. Ich habe letztes Jahr bei der letzten Messe zum Beispiel bei ihm diesen Batman Odyssey Band gekauft und der Eiserne hat Jessica Jones Alias für einen Traumpreis gekauft. Ja, und dieses Mal habe ich wieder zwei Sachen, die ich bei ihm gekauft habe. Einmal hier, aus welcher Reihe ist das? Ach so, 100% DC von Panini. Haben wir hier Batwoman. Wie heißt das? Das Klagelied der Fledermaus von diesem, ich vergesse immer den Namen, ja, einmal von Rooker und gezeichnet J.H. Williams, der Dritte, genau. Und Greg Rucka geschrieben ist, sind ja die ersten, nee, sind Detective Comics 854 bis 860. Genau, da war sie ja Hauptprotagonistin von Detective Comics mal eine Zeit. Ja, Catherine Kane, das ist eigentlich, glaube ich, wird da sogar eingeführt oder so. Ist sehr hoch gelobt. Hatte ich schon länger im Blick. Müsste es auch bei Eagle Moss gegeben haben. Ich habe es jetzt hier bekommen und bin recht froh, es zu haben, weil das war auch noch so eine Sache, was ich einfach auch haben wollte. Batwoman spielt ja jetzt auch wieder eine durchaus wichtige Rolle in der aktuellen Detective Comics-Reihe. Deswegen ist das sehr gut von 2009. Also in den USA 2009 erschienen. Und ja, bin ich sehr begeistert. Dann habe ich noch was anderes bei ihm bekommen, wovon ich auch sehr begeistert bin. Und zwar habe ich bekommen
Ich mache das mal so rum. Ich habe bekommen, und zwar, das habe ich beim letzten Video erwähnt, dass doch noch was im Heftformat kommt, beziehungsweise im Prestige-Format, Batman Dark Victory. Das ist auch von Jeff Loeb und Tim Sale, und ich habe schon, oder viele kennen das ja auch, Batman, das lange Halloween, und das ist die Fortsetzung. Im gleichen Stil gezeichnet, im gleichen Stil geschrieben, denke ich mal. Also gezeichnet sehe ich schon. Und dann, das sind 7 Ausgaben, die ich hier bekommen habe. Mit interessanten Covern, wie ich finde. Haben damals 12,95 Mark bei Panini Comics gekostet mal. Im Prestige-Format, wie gesagt. Hier Band oder Heft 4 geht dann so weiter mit Heft 5. Sehr dunkel gehalten, sehr schönes Cover, finde ich, was jetzt kommt. Heft 6 von 7 mit Abschluss, aber noch nicht ganzen Abschluss macht. Heft 7 von 7, was das Besondere hier schon, auch mit Doppelpreis, D-Mark 12,95 und 6,62 €. Was das Besondere macht bei diesem Packen, nicht nur, dass es komplett ist, sondern dass ich auch hier die zur Comic Action 2001 so eine Nullnummer von Dark Victory dabei hatte. Das dann auch im klassischen Heftformat, was wahrscheinlich nochmal so ein bisschen Hintergründe und so gibt. Ja, ich sehe das schon ein bisschen über die Serie und das auch so ein bisschen einleitet, ne, das Ganze. Jetzt kommen wir nochmal zu den Preisen. Ich habe jetzt für diese 8 Hefte und diesen Trade insgesamt 25 € bezahlt und war damit sehr zufrieden. Bedanke mich recht herzlich. Das waren meine Messekäufe, 3 Videos jetzt durch und meine Messeerlebnisse so ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf die nächste Messe, die dann im Mai 2019 ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und sag mal bis dann. Ciao.